das Wort für die SPD-Fraktion Sonja Eichwede. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesjustizminister Buschmann, werte Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion. Durch Haushaltsdebatten zeigen wir politische Prioritäten auf. Durch Finanzierung wird aus politischen Ideen Wirklichkeit. Und lasse mich nur ganz kurz am Rande sagen, wenn auch gerade von Oppositionsparteien hier gesagt wird, Sie haben ganz, ganz viele Ideen, dann bringen Sie sich doch mit Änderungsvorschlägen in die Haushaltsdebatte ein. Das ist jetzt nicht geschehen, das ist in den vergangenen Jahren nicht geschehen. Von daher werden hier große Reden geschwungen, aber tatsächlich nicht gehandelt. Ich würde sagen, so ist ein falsches Demokratieverständnis. Für uns in der Rechtspolitik bedeutet diese Verantwortung aber auch, dass wir bei unseren Entscheidungen immer den Wert und die Bedeutung des Rechtsstaats hochhalten. Gerade in Debatten dieser Tage ist es umso wichtiger, eine verhältnismäßige, eine rechtsstaatliche Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit vorzunehmen. Weder gibt es Sicherheit ohne Freiheit, noch gibt es Freiheit ohne Sicherheit. Das ist stets ein Balanceakt, der die demokratischen Parteien von extremen Parteien unterscheidet und unterscheiden muss. Denn gerade extreme Parteien wollen um ihrer selbst willen beides beschneiden. Sie wollen Freiheit und Sicherheit beschneiden und sie missachten den Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau das haben wir hier auch bei einigen Reden von rechts gehört. Es ist die Despektierlichmachung des Bundesverfassungsgerichts, des Hüters unserer Verfassung, das ist beschämend und ich möchte hier auch noch mal festhalten, dass wenn wir auf sowas verweisen, wenn auch der Kollege Till Steffen und andere Kollegen aus diesem Hause darauf verweisen, zeigen wir nicht auf Menschen, wir zeigen auf Inhalte von verfassungsfeindlichen Parteien, wir zeigen auf Inhalte, die Partei, die hier ganz rechts sitzt, vertritt. Das sind verfassungsfeindliche Inhalte und das muss auch hier im Parlament gesagt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kann keine gesellschaftliche Sicherheit geben ohne einen funktionierenden, gut ausgestatteten Rechtsstaat, der auf der Höhe der Zeit ist. Das bedeutet, wir brauchen gut ausgestattete, moderne Gerichte, wir brauchen einen einfachen Zugang zum Recht, wir brauchen einfache und bürgernahe Kommunikation, schnelle Verfahren, es aber genauso genügend Zeit gibt, um ordentlich zu ermitteln bis zum Urteilsspruch. Die Justiz ist schließlich keine Subsumptionsmaschine, wie manchmal politische Forderungen nach ganz, ganz schnellen Urteilssprüchen oder beschleunigten Verfahren vermuten lassen. Die Justiz steht an vorderster Front unseres Rechtsstaates. Unser Rechtsstaat wird täglich von Richterinnen, von Staatsanwältinnen, von Rechtspflegern und Amtsanwälten, von Mitarbeitern der Geschäftsstellen und von Vollzugsbeamten am Laufen gehalten. Sie arbeiten für unsere Demokratie, sie sorgen für das friedliche, sichere, regelbasierte Zusammenleben und somit auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und Ihnen gebührt unser aufrechter Dank. Ihr Einsatz ist zugleich unsere Verpflichtung. Damit die Tätigkeit gut ausgeübt werden können, müssen wir gemeinsam mit den Bundesländern unseren Rechtsstaat finanziell, personell und technisch bestmöglich ausstatten. Mit der Digitalisierungsinitiative wurde hier in dieser Legislaturperiode ein notwendiger Schwerpunkt gelegt, sodass größere Digitalisierungsprojekte in der Justiz der Bundesländer gefördert werden können und zudem auch bundesweite Projekte wie die Justizcloud finanziert werden können. Auch wenn das selbstverständlich, und das denkt hier auch keiner, nicht der einzige Bereich ist, wo finanziell in der Justiz unterstützt werden muss, ist es in der heutigen Zeit ein wichtiger Bereich, um den Zugang zum Recht, um die Akzeptanz des Rechtsstaates, um die Arbeit mit der und für die Justiz aufrecht und auch attraktiv zu halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zudem in der heutigen Zeit auch noch auf die Förderung von zwei wichtigen Projekten eingehen, nämlich HateAid und das Anne-Frank-Zentrum in unserer Demokratie. In dieser Zeit, in der Falschinformationen, Hass und Hetze dauernd verbreitet werden, ist es wichtig, dass wir auch im Justizhaushalt Bildungs- und Beratungsangebote fördern und die Erinnerungskultur hochhalten an die historische Verantwortung unseres Landes, das heißt gegen Vergessen für Demokratie. Demokratie und Rechtsstaat auf der Höhe der Zeit zu halten, bedeutet aber auch,
dass wir eben die Gesetzgebung auf der Höhe der Zeit halten, um weiterhin gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leben und auch in der Rechtsordnung abzubilden. Hier haben wir als Ampelkoalition schon sehr, sehr viel durchgesetzt. Lassen Sie mich ein paar wichtige Punkte rausgreifen. Wir haben durch die Einführung der Verbandsklage einen effektiveren Verbraucherschutz eingeführt. Wir werden auf die Massenverfahren in der Justiz eingehen und arbeiten zurzeit an einem Leitentscheidungsverfahren. Im Bereich des Strafrechts haben wir ein gerechteres Justizsystem durch die Reform des Sanktionenrechts eingeführt. Und nach den Massenskandalen, in denen vor allem viele Unionsabgeordnete verwickelt waren, haben wir die Abgeordnetenbestechung verschärft. Wir haben das Völkerstrafgesetzbuch reformiert und wir haben die Möglichkeit geschaffen, im 21. Jahrhundert Strafanträge auch per E-Mail oder Online-Portal zu stellen. Das sind sehr, sehr wichtige Errungenschaften. Zudem haben wir, was viele Menschen auch sehr persönlich betrifft, das Namensrecht endlich reformiert, was vielen Familien den langen Wunsch nach einer gleichberechtigteren Namensgebung erleichtert. Und ja, wir haben das Selbstbestimmungsgesetz gemacht und dafür staatliche Diskriminierung abgebaut. Herr Dr. Krings, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den wir stolz sind, denn wir sind dafür, dass staatliche Diskriminierung eben entsprechend abgebaut wird. Ich glaube, die Union sollte hier ihre Einstellung dazu nochmal überdenken. Zudem haben wir die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, was auch sehr wichtig ist, denn wir wissen alle, unser Land muss schneller werden. Das wurde in den letzten Jahrzehnten versäumt. Wir haben es gemacht und es kommt jetzt ins Laufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil uns das aber als Ampelkoalition und auch als SPD nicht genügt, möchte ich noch ein ganz paar Punkte ansprechen, die wir noch machen werden und machen müssen. Wir brauchen ein besseres Mietrecht, damit dem starken Anstieg der Wohnkosten etwas entgegengesetzt werden kann, Einhalt gebietet wird und Menschen nicht aus ihrem Zuhause verdrängt werden. Wir wollen als SPD-Fraktion auch die notwendige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes anstoßen, damit noch mehr Diskriminierung bei uns im Land abgebaut wird. Schutzlücken bei menschenverachtender Hetze darf es nicht geben. Hier werden wir gegen vorgehen und unzulässige politische Einflussnahme auf Staatsanwaltschaften wollen wir durch klare Regeln und Transparenz besser ausschließen. Gemeinsam mit allen demokratischen Fraktionen dieses Hauses haben wir uns zudem, es wurde schon angesprochen, darauf verständigt, das Bundesverfassungsgericht resilienter zu machen. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören teilweise die Reinrufe von rechts nicht. Sie beweisen aber, dass genau diese Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, in die ein ganz, ganz großes Vertrauen in Deutschland herrscht, sehr wichtig ist. Denn wir brauchen das Verfassungsgericht als Hüter unserer Verfassung. Den Haushalt und all die weiteren wichtigen Projekte werden wir im nächsten kommenden arbeitsreichen Jahr vor der Bundestagswahl angehen, immer mit dem Auftrag, den Rechtsstaat hochzuhalten und auf der Höhe der Zeit zu halten. Vielen Dank.